Hey zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal etwas, ja, was wohl auf YouTube das Klassischste ist, was man machen kann. Eine ganz normale FAQ-Runde, also Q&A-Runde eher. Und zwar habt ihr mir Fragen auf Instagram stellen können, über 24 Stunden in meiner Story. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, ist, glaube ich, das Social-Media-Ding, wo man mich am besten erreicht, falls das interessant für euch ist und wo ich mich halt auch sehr viel mit J-Fashion und so weiter beschäftige. Also falls euch das alles interessiert, schaut da mal vorbei, vielleicht ist es interessant und ihr könnt mir Fragen für so coole Videos wie das hier jetzt stellen. Und ohne viel drumherum zu reden, würde ich sagen, fangen wir direkt mit der ersten Frage an, weil ich möchte nicht zu viel auf einzelne Fragen eingehen, sondern einfach zack, zack, zack ein paar Sachen beantworten, die euch so interessieren. Die erste Frage: Möchtest du in Japan alt werden? Und das ist eine Frage, die ich gar nicht so direkt beantworten kann, aus mehreren Gründen. Ich habe in Japan jetzt erst ein Jahr gelebt und ich kann auf jeden Fall von mir aus sagen, dass in meiner jetzigen Lebensphase in Japan leben auf jeden Fall das ist, was sich am spannendsten anhört für mich. Es kann natürlich sein, dass ich dann nochmal 1, 2, 4, 5, 10 Jahre in Japan lebe und dann sage, ey, jetzt reicht's mir, jetzt gehe ich wieder zurück. Das hat aber auch mit vielen anderen Dingen zu tun. Ich kenne zum Beispiel einige Leute, die dann nach Japan komplett gezogen sind, aber mit der japanischen Arbeitskultur gar nicht klargekommen sind. Andere Leute arbeiten selbstständig und haben dadurch dieses Problem nicht. Ich glaube, das kommt immer darauf an, welche Hürden sich im eigenen Leben dann stellen und ob es Sinn macht, diese Hürden dann im Heimatland oder in dem Land, wo man sich momentan wohler fühlt, zu bestreiten. Also da gibt es, glaube ich, keine pauschale Antwort. Momentan würde ich aber sagen, ich würde auf jeden Fall die Chance, wenn ich sie bekommen würde, nach Japan zu gehen, wahrnehmen. Nächste Frage: Bist du froh, wieder in Deutschland zu sein? Und viele, die mich kennen, würden jetzt wahrscheinlich einfach erwarten, dass die Antwort auf diese Frage ist, nein, ganz klar nein. Es ist aber ein eher Nein mit Sternchen, weil ich, sagen wir, ich wäre jetzt in Japan geblieben, hätte ich wahrscheinlich nicht diese Liebe für Fashion und für J-Fashion direkt erkannt, weil es mich die ganze Zeit umgeben hat. Ich habe erst erkannt, hey, ich möchte darüber Videos machen, ich möchte das mit Menschen teilen, weil ich nicht mehr in dieser Community auf einmal war und es mir praktisch entzogen wurde. Mir wurde also durch das Zurückziehen nach Deutschland gezeigt, hey, welche Dinge sind mir eigentlich wirklich wichtig, ohne welche Dinge ist es super schwierig für mich zu leben, und das zählt auf jeden Fall dazu. Das heißt, ich bin froh, wieder nach Deutschland gegangen zu sein, um ein paar Dinge zu realisieren, auch um natürlich Familie und Freunde zu treffen. Jetzt wäre ich aber auf jeden Fall schon in dem Mut, so jetzt könnte ich aber langsam wieder zurück und mein Leben dort weiterleben, was mir viel, ja, schöner erscheint. Wo shoppst du eigentlich Klamotten in deinem Stil? Ganz einfach, dazu habe ich ein Video gemacht, das könnt ihr euch anschauen. Das heißt, irgendwie, ich blende euch das einfach ein und verlinke es irgendwo, dann könnt ihr das gucken. Also shoppen, J-Fashion, online, zeige ich euch. Kein Problem, machen wir, locker easy. Wann und wo fing dein Interesse für Fashion an, beziehungsweise gab es irgendwie ein bestimmtes Ereignis? Ich glaube, das gab es an sich gar nicht so wirklich. Ich glaube, das war mehr so ein Prozess, dass man in dieser Stadt ist, wo alle Leute auf einmal so mega fashionable sind. Und ich kann mich an meine ersten Harajuku-Trips noch sehr gut erinnern und einfach dieser Sinn für eine Community, dieser Sinn für Ästhetik, aber auch dieser Sinn für Individualität, was eigentlich dem japanischen Geist doch schon ein bisschen entgegengeht, fand ich einfach super spannend. Und das hat sich dann so Stück für Stück in meine Persönlichkeit, in mein privates Leben und so integriert, dass es irgendwann einfach ein Teil von mir war, ohne dass ich es selber realisiert habe. Hast du etwas fürs ganze Leben in Japan gelernt? Auf jeden Fall. Ich habe vielleicht nicht eine bestimmte Sache gelernt, aber ich habe mich persönlich besser selber kennengelernt. Und ich glaube, nichts im Leben ist so wertvoll wie sich selber kennenlernen, wie selber seine Schwächen zu erkennen, seine Stärken zu erkennen und auch selber zu erkennen, wo man irgendwo mal hin möchte, beziehungsweise wo man sich wohlfühlt. Und ich habe auf jeden Fall gelernt, zu mir selber zu stehen, einen neuen Freundeskreis aufzubauen, mehr zu socializen. Also ja, meine Persönlichkeit ist, glaube ich, einfach stärker geworden in der Zeit. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Kommt dir die deutsche Kultur fremd vor, weil du so lange in Japan warst? Ich glaube, fremd ist das falsche Wort, weil es komisch wäre zu sagen, hey, ich habe 24 Jahre meines Lebens in Deutschland gelebt und dann ein Jahr in Japan, deshalb Deutschland super fremd für mich. Ich kenne die deutsche Kultur ja. Ich glaube, was es viel mehr trifft, ich fühle mich distanzierter zur deutschen Kultur. Weil ich schon immer in Deutschland so das Gefühl hatte,
hey, hier fühle ich mich nicht hundertprozentig wohl. Und dann kommst du auf einmal in diesen Ort oder zu diesem Ort, Japan, Tokio, und fühlst dich einfach komplett wohl. Du bist auf einmal so, hey, das ist mein Ort, hier ist so vieles leichter für mich, einfach weil ich mich hier wohlfühle. Also nicht, weil es irgendwie leichter umzusetzen ist, rein objektiv gesehen, sondern einfach für mich persönlich subjektiv. Und dann kommst du wieder nach Deutschland und dann fallen dir natürlich die Dinge, die dich vorher schon gestört haben, viel, viel mehr auf. Und das Ganze wird ein sehr, sehr schwieriges Ding. Also ich kenne, glaube ich, keinen, bei dem der Reverse Culture Shock, also das Zurückkommen ins eigene Land, nicht auch schlimmer war, als eigentlich das ins Land gehen. Und ja, ich glaube, es ist einfach dieser Reverse Culture Shock und dieses Distanzgefühl zu dem eigenen Land, was momentan sehr, sehr komisch ist für mich. Ja, ich fühle mich einfach in Japan wohler. Aber fremd ist, glaube ich, was anderes. Ich glaube, Japan ist immer noch fremder für mich, aber schöner und interessanter und mehr Heimat. Würdest du für immer nach Japan ziehen? Ich glaube, sowas Ähnliches hatten wir ja gerade eben schon besprochen, ob ich für immer in Japan bleiben wollen würde oder da alt werden würde. Das weiß ich nicht. Ich glaube aber, wenn man mir jetzt rein theoretisch die Frage stellen würde, hey, du kriegst diese Chance, du kannst nach Japan ziehen ohne Probleme, ohne Visumsprobleme und so weiter und hast unendlich Aufenthalt da. Darfst so lange bleiben, wie du willst, darfst aber nicht mehr zurück nach Deutschland ziehen. Also ganz wichtig, ziehen. Besuchen und so ist okay, Freunde können dich auch in Japan besuchen kommen. Dann würde ich das, glaube ich, wahrnehmen. Also das Risiko würde ich, glaube ich, eingehen. Auch wenn das für den einen oder anderen wahnsinnig stupid erscheinen mag. Aber ich würde es wagen. Was kann sich Deutschland von Japan abgucken und umgekehrt? Interessante Frage. Ich meine, damit habe ich mich praktisch über ein ganzes Jahr lang in meiner Arbeit für das Format Green Tokyo beschäftigt und das hat sich nur um Nachhaltigkeit gedreht. Also ich glaube, da gibt es einfach so unfassbar viele Dinge, von denen ich noch nicht mal ein Prozent irgendwie gesehen habe. Ich glaube, das Wichtige ist einfach immer die Augen offen halten und für sich selber zu entscheiden, weil was für mich jetzt sehr positiv sein kann, kann ja auch für eine andere Person sehr negativ sein und umgekehrt. Also von daher, ich glaube, man hat da eine sehr subjektive Wahrnehmung bei dem Ganzen. Es gibt so Grundsachen, wo man natürlich sagt, hey, das Bahnsystem in Japan bzw. in Tokio funktioniert halt so viel besser als das deutsche. Da kann man schon, glaube ich, sagen, es ist objektiv einfach besser. Aber sobald es dann in Kleinigkeiten geht, wie zum Beispiel das Essen, wie die Gesellschaft und so, da wird es schwierig. Da kann man nicht einfach sagen, ey, das ist besser, das ist weniger gut. Wie ist deine Meinung zu Language Schools in Japan, um Japanisch zu lernen? Ich glaube, ich habe zwei Gründe, warum eine Language School echt ein gutes Ding ist und auch Gründe, warum es nicht ein gutes Ding ist. Erstmal würde ich sagen, es ist eine gute Sache, wenn man, wie ich, jemand ist, der Struktur in seinem Lernen braucht. Ich kann ganz gut für mich alleine lernen, aber ich brauche irgendwie vorgegeben, hey, mach jetzt im Buch da und da den Abschnitt so und so und das in der Zeit, weil ich sonst ist in meinem Kopf Chaos. Ich weiß nicht, wann ich was wie lernen soll. Das überfordert mich total. Das ist für mich keine gute Lernmethode. Der zweite positive Grund an der Language School ist, du kriegst ein Visum. Für, ich glaube, bis zu 2 Jahre. Du kannst bis zu 2 Jahre an eine Language School gehen und musst dich nicht darum sorgen, irgendwie ein anderes Visum zu bekommen, um in Japan bleiben zu dürfen. Kommen wir zu den negativen Aspekten. Und ja, es ist ein großer Negativaspekt und das ist, dass eine Language School wahnsinnig, wahnsinnig teuer ist. Also das kann man eigentlich ohne Unterstützung nicht bezahlen, wenn man nicht irgendwie große Reserven hat. Sonst hätte ich das schon längst gemacht, weil einfaches Visum in Japan bleiben plus Language School wäre geil, aber ich kann mir das einfach nicht leisten. Ich wünschte, ich könnte es mir leisten. Und daraus folgend wissen die Language Schools auch, dass sie nicht besonders dahinter sein müssen, dass du krass Japanisch lernst, weil die auch wissen, hey, du bist in der Language School eingeschrieben, damit du dein Visum bekommst. Das heißt, man bezahlt praktisch nicht nur für den Unterricht, sondern man bezahlt auch für das Visum, weil die Language School genau weiß, hey, ohne uns bist du am Arsch. Welches ist dein Lieblings-J-Fashion-Kleidungsstück? Habe ich extra hier aufgehangen, weil ich die Fragen natürlich vorher rausgesucht habe. Ich glaube, mein Lieblingsstück ist mein Porno-Hoodie, einfach weil der die meiste Aufmerksamkeit irgendwie auf sich gezogen hat und somit Teil von dem ist,
wodurch mir bewusst geworden ist, dass sowas in Deutschland gar nicht normal ist. Also sei es jetzt dieser krasse Oversize-Schnitt, sei es der Aufdruck und ja, keine Ahnung, ich verbinde sehr viel mit diesem Kleidungsstück. Hier hinter habe ich noch ein anderes Kleidungsstück gepackt. Ich kann das mal kurz switchen. Das habt ihr, glaube ich, noch nie gesehen, irgendwie auf Instagram oder so, weil ich das tatsächlich nicht anziehe. Das ist kein Kleidungsstück, was ich anziehe. Es hat dennoch eine sehr wichtige Bedeutung für mich, weil es in meinem ersten Japan-Trip, also gar nicht, als ich nach Japan gezogen bin, sondern das Jahr davor, als ich mit Nick, Nia und Vic in Japan war für 2 Wochen, da habe ich mir das hier in Kyoto gekauft, meine ich. Und ja, das erste Kleidungsstück, was ich mir in Japan gekauft habe, es hat eine sehr japanische Ästhetik. Es lohnt sich nicht wirklich, das krass anzuziehen. Es war auch relativ teuer. Es ist halt auch bestickt. Dadurch ist die Form ein bisschen verzogen, wenn man es anzieht. Und ist auch, glaube ich, schwer, damit irgendwie ein Outfit zu machen, weil das jetzt auch nicht krass ein cooler Schnitt ist, der irgendwie cool an mir fällt. Aber es bedeutet mir einfach unheimlich viel. Ich mag die Farben. Es ist einfach für mich so dieses Zeichen so, hey, das ist ein Andenken. Da hat dein ganzes Japan-Ding wirklich Form angenommen. Hast du manchmal Angst, zu viel Klamotten zu kaufen wegen Nachhaltigkeit und so weiter? Jein, weil ich besitze generell nicht viele Dinge, weil ich bin ja aus Japan gekommen mit allem, was ich besitze. Das sind 2 Koffer. Jetzt in Deutschland sind, sagen wir, vielleicht noch eine Umzugskiste an Klamotten dazugekommen. Aber das ist alles, was ich besitze. Also ich habe einfach generell nicht viel Zeug. Und das Einzige, wo ich halt sage, okay, da hole ich mir ein bisschen Schrunz, ist halt Klamotten. Wobei ich da jetzt aber auch mich ein bisschen weiter von so Sachen wie AliExpress und so weiter distanziere und wirklich auf hochwertige, dafür ein bisschen teurere, aber qualitative Sachen spare, weil ich das interessanter finde, sowas auch vorzustellen, finde ich schöner. Das heißt, ich achte da schon drauf. Ich möchte mich aber in nächster Zeit auch gerne mal ein bisschen mehr mit Thrift-Shopping beschäftigen, weil ich glaube, da es in Deutschland relativ schwer ist, J-Fashion zu finden, kann man vielleicht über den Vintage-Weg so ein bisschen in die kreative Fashion-Szene reinkommen, auch hier in Deutschland. Gibt es beim Thema Japan-Fashion auch Fashion-No-Gos für dich? Ist eine interessante Frage, wo ich erstmal ein bisschen drüber nachdenken musste, weil ich so dachte, nee, eigentlich bin ich so, ey, ich bin offen für alles und habe das dann nochmal umgedreht. Ich glaube, was für mich ein absolutes No-Go ist, wenn man zum Beispiel sagt so, ja, du solltest deine Fashion auf irgendwas begrenzen, zum Beispiel. Du kannst das nicht anziehen, weil das eigentlich für das andere Geschlecht gemacht ist. Du kannst die und die Marke nicht anziehen, weil es keine japanische Marke ist. Also ich habe mal jemanden von jemandem einen Kommentar gelesen, der gesagt hat, hey, das ist ja keine richtige J-Fashion, weil das sind ja keine japanischen Marken. Und das, also ich mag nicht so, ja, so ein Tunnelblick bei dem Ganzen. Ich finde, man sollte immer offen sein und dann gibt es auch wirklich keine No-Gos. Zieht das an, was ihr cool findet. Zieht das an, was ihr fühlt und wenn es kein anderer fühlt, ist das deren Loss. So, easy as that. So, das waren jetzt ein paar Fragen von mir für euch beantwortet. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es weitergeholfen. Ihr könnt unter diesem Video jetzt auch mal Fragen stellen für vielleicht einen weiteren Part. Einfach, weil ich sehen möchte, was verändert sich, wenn wir das Ganze über YouTube-Fragen machen, anstatt Instagram-Fragen. Was nicht heißt, dass ihr mir nicht auf Instagram folgen solltet. Das ist trotzdem eine gute Idee. Dann wollte ich euch noch fragen, ich plane so ein kleines Video, in dem ich gerne die deutsche Fashion-Szene mit der japanischen Fashion-Szene auf YouTube, also die YouTube-Szene dazu, vergleichen wollen würde. Falls euch das interessiert, schreibt das auch mal in die Kommentare, weil da habe ich keine Ahnung, ob das irgendwie interessant sein könnte. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ja, bis dahin, gebt den Daumen ein Video und lasst einen Kommentar da, selbst wenn ihr nichts zu sagen habt, weil das ist gut für den Algorithmus. Ciao.